Überwachen oder zu töten. Worüber ich reden möchte heute, ist das Konundrum der Realität und Nicht-Realität von unserer Welt, von künstlicher Welt und fiktiver Welt, fiktionaler Welten und von allem, was in Galerien und Museen ist und was in unsere Wohnzimmer kommt in Form von Fernsehen und Videospielen. Der Titel referiert auf Walter Benjamin, einer der größten Prokrastinatoren der modernen Zeit. Benjamin ist ein Pionier in Medienwissenschaften, ein Pionier der Filmwissenschaften und wie wir Medien wahrnehmen, wie wir Kino wahrnehmen in dunklen Räumen, technisch reproduzierte Bilder, die projiziert werden, offline werden oder heute übers Internet gestreamt werden. Einer der wichtigsten Aufsätze. Handelt theoretisch von Ideologie aus Benjamins marxistischer Perspektive, bespricht er politischen Fortschritt und unter der faschistischen Ordnung während des Zweiten Weltkriegs. Ich will mich aber einem zeitgemäßen Konflikt zuwenden. Terrorismus und die Dinge, die damit einhergehen, mit dem Krieg gegen den Terrorismus. Was ihr hier seht, da geht es um die Anwendbarkeit des Bundesstrafrechts und der Verfassung auf tödliche Operationen gegen Shaq Anwar al-Awlaki. Gegen einen amerikanischen Staatsbürger gegen andere strafrechtliche Gesetze. Und dieses Attentat wurde durch eine Reaper-Drohne vorgenommen. Und dieses Artefakt möchte ich mit anderen Artefakten unserer gegenwärtigen Fiktion verbinden, unserer Medien. Eine Welt, die intolerant gegenüber Muslimen ist und während der Westen die Körper und Leben von Hunderttausenden verletzt, verletzt er auch seine eigenen Rechte. Und warum Kunst? Das Verhältnis zwischen Kunst und Realität ist nicht einfach. Das Wort Attentat, Assassination und Assassin, wo kommt das her? Es kommt vom arabischen Hashashin, solche, die Haschisch nehmen, also Drogen. Und dadurch kam es in die europäischen Sprachen. Und it's based on a es bezog sich spezifisch darauf, auf Leute, die politische Morde vollführen. Und es geht auf einen Mythos zurück, auf die Ismailis im Islam. Es gab einen Imam, der junge Männer in einen Garten brachte und ihnen so viel Haschisch gab, bis sie dachten, sie wären im Himmel. In anderen Versionen gibt es noch Frauen und Musik und Wein. Und als das Haschisch seine Wirkung verlor und sie quasi einen Haschischkater hatten, überredete der alte Mann die jungen Männer dazu, dass der einzige Weg zurück in diesen Zustand eine Art Selbstmordmission sei, in der Feinde getötet wurden, um zurück in den Garten zu kommen. Und naja, worum geht es in dieser Geschichte? Leute sollen als Leute schwachen Willens dargestellt werden. Und diese Geschichte ist natürlich höchstwahrscheinlich erstunken und erlogen. Aber jetzt haben wir nun mal dieses Wort Attentäter, Assassin. Und das existiert in unserer gegenwärtigen linguistischen Realität. Seht ihr den Unterschied? Falls ihr eine Erklärung braucht, oben seht ihr Drohnen-Operatoren und unten seht ihr Sheik und Shaq. Assassin, Hashashin, vice versa. Mein Argument dreht sich darum, dass wir in dieser Dichotomie leben, dass etwas real wäre und das andere nicht. Das ist eine ideologische
ideologischer Unterschied auf dem Level von Ideen. Es geht um Ideen, die zum Leben gebracht werden durch neue Technologien, wie zum Beispiel Papier im Mittelalter, die diesen Mythos des Assassins hervorgebracht haben. Und menschlicher Fortschritt und die menschliche Tragödie, das spielt beides hier mit rein. Der Künstler und die Künstlerin, das Kunstwerk, sind alle Teil eines Bereichs, den wir Kunstszene nennen. Ein giftiges Konstrukt, das wir erschaffen haben. Erkennt irgendjemand dieses Bild, das von einem jungen, unbekannten Künstler gemalt wurde? Es wurde von Hitler gemalt. Hitler wurde an der Kunstschule abgelehnt und er malte hier das Und falls ihr euch fragt, was ich hier gerade sagen will, ist, ja, die Kunstszene hat uns Hitler gebracht. Und das hier kann man schwierig umgehen. Die Entwickler von TV-Formaten, die uns die Apprentice gegeben haben, vielleicht imitiert das Leben die Kunst, vielleicht imitiert die Kunst das Leben. Okay, aber so vielleicht ist Kunst auch die stärkste Form von Terrorismus. Okay, lass uns Kunst widmen, die wir besser finden. Wir sehen hier eine Tale of Two Cities, eine Geschichte zweier Städte, ein Kunstwerk bestehend aus Sand und ganz Tausenden, Abertausenden von Spielzeugen, die ein Schlachtfeld darstellen. Es zeigt die Grenze zweier Staaten mit einem Staat, der größer ist, dass das andere aufnimmt, dass einen Flughafen hat, einen Hafen. Es gibt eine kleine Stadt mit einem Stadtzentrum, mit einer Tribal Area. Und hier können wir die Seite des Berges sehen. Eine Seite ist vernarbt von Bomben, Attentaten und die andere ist vollständig intakt und umrandet mit Militärinfrastruktur. And changed kind of organically over time. Diese Stadt ist seit 1981, ist regelmäßig, hat sich das Ganze verändert und hat neue Formen gefunden und wurde repliziert in der zeitgenössischen Sammlung eines Museums, was wir nachliefern. Es zeigt den Krieg von Terror vor und nach 9/11. Zwei Städte, die zur Metapher für Amerika im Nahen Osten wurden, beide ein Testament an den Konflikt, den jugendlichen Charakter von Krieg, separiert von westlicher Welt, ein Spiel, was stattfindet dort drüben, ganz weit weg. Meine Frage für heute ist, wie können wir im Westen überhaupt politische Kunst machen mit so viel Künstler, so viel geschichtlicher Erbe und Koffern, die wir mitschleppen. Wir sehen hier ein Bild, was versucht, die 50er und 60er Kitsch-Ästhetik aus Hollywood zu zeigen, anstatt die eigentliche Realität dessen. Das surreale Aleppo als extraterrestrielles Umfeld, sein Versuch der Kontextualisierung historisch zeitgenössischer Krisen bei überdimensionierten kleinen Kindern, die auf dem Strand schlafen, oder von muslimischer Kultur in Frankreich. Der Horror, die imaginierte Zukunft der Vergangenheit zu überwinden, den glassy gaze of technology, trying to ensure the security of faraway states that are completely versuchen zu zeigen, die Sicherheit von Staaten weit weg. Das nächste, was wir jetzt sehen, ist ein bisschen nur halb ernst gemeint und ich möchte euch überlassen mit der Idee, dass einige der berühmtesten und wichtigsten Künstler heute arbeiten, sind offensichtlich Banksy und Anish Kapoor, die Probleme zeitgenössischer Konflikte von unten und von oben
betrachten und politisch die Welt zu betrachten. Und wenn du unpolitische Kunst machst, es zeigt, dass wir so weit entfernt sind von der Realität, dass Kunstsammler nicht mehr daran denken und völlig separiert sind von der Kunst selbst und eigentlich nur noch den Markt der Kunst sehen. Und wir sehen uns nur noch den Kontext an und nicht mehr den eigentlichen Inhalt. Vom künstlerischen Standpunkt hat man den Impuls, große Werke zu machen, die auf Kommissionen laufen. Aber diese Werke in der Nische müssen übersetzt werden in etwas Konkretes, was Ehrliches, weniger Absurdes. Und ich glaube, wir haben viel Raum für Fragen. Wie gesagt, habe ich von dieser Präsentation gestern Abend um 9 Uhr erfahren. Ich war ein bisschen besorgt, dass ich die vollständige Zeit beanspruchen würde. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Danke, Saud. Ja, wir haben also Zeit für Fragen. Wenn jemand Fragen hat für Saud, bitte gehen Sie zu einem von den Mikrofonen. Also es gibt zwei in jedem Gang. Wir warten hier. Kommt nicht alle nach vorne gestürmt. Das ist echt mein zweiter Kongress nacheinander, dem ich spreche. Dieses Mal ist es wesentlich chaotischer als beim letzten Mal, aber vielen Dank an alle. Danke, Saud. Du hast gesagt, du hast 10 Wochen Vorträge in einen Talk gequetscht. Ja, ich wollte noch über mehr Künstler und Künstlerinnen reden, aber der Kontext, um den es hier geht, das wären intellektuellere Projekte gewesen. Und ich habe mich für Burden entschieden, weil er ein sehr etablierter Konzeptkünstler ist. Das andere wäre jemand gewesen, der in Syrien feststeckt und nicht weggehen kann. Und naja, ich wollte zeigen, dass selbst wenn die Intention gut ist, dass der Inhalt und der Kontext der Kunst verheerend ist in einer Art und Weise für einen Großteil der Welt. Und um das alles zu verbinden, TV-Serien, Computerspiele und Kunst in Galerien, das ist nicht sehr einfach in 30 Minuten, in diesem Fall in 10. Aber du hast daran seit Jahren gearbeitet, richtig? Ja, also in meiner Promotionsarbeit habe ich quasi nicht die externen Parteien betrachtet, sondern die internen islamische Art. Jetzt ist das eben nochmal einen Schritt weiter außen. Okay, also wenn keine Fragen aus dem Publikum kommen, es sei denn, da vorne rennt jemand. Oh ja, da vorne rennt wirklich jemand und winkt. Wunderbar. Mikrofon Nummer 3, bitte. Bitte laut und deutlich sprechen. Hallo, ja. Vielleicht können Sie noch ganz kurz über die Bilder reden, die wir eben gesehen haben. Nur ein bisschen. Ja, die Collagen, Und vielleicht die Bilder auch nochmal auf die Leinwand projizieren. Ja, also diese Installation ist eben ziemlich berühmt. Hallo? Okay, ja. Burden's work, his first work is. Die Werke von Burden, sein Erstwerk ist, damit wurde bekannt, heißt Shoot, erschossen. Er ließ sich tatsächlich von einem Gewehr in einer Galerie als Performance Art anschießen und das wurde auf Video aufgenommen. Und naja, die Kunstwelt wurde größer und größer in den 70ern und
Ja, damit konnte er quasi anecken mit seinem Image. Und ich wollte ein bisschen den Kontext zeigen von jemandem, der sehr etabliert ist, im Gegensatz zu einer Person, die nur mit ihrem Laptop mit vielleicht Illustrator arbeitet, die niemand kennt. Und der gegenwärtige Konflikt, der sich in diesen Bildern darstellt, ist konstant. Entschuldigung, wir können die Bilder jetzt gerade nicht wieder auf die Leinwand kriegen, weil wir auch erst hier in der neuen, am neuen Ort mit der Technologie uns vertraut machen müssen. Aber danke für die Frage. Gibt es noch andere Fragen? Da steht jemand am Mikrofon Nummer 4. Steht da jemand an Mikrofon 4 oder hat er wirklich eine Frage? Nein, keine Frage. Vielen Dank, Saud. Noch einmal Applaus für Saud, bitte.